Wer etwas schätzen lassen und verkaufen möchte, ist im Puhlheimer Walzwerk genau richtig. Und so hat sich heute auch Petra Cordes auf den Weg ins Rheinland gemacht. Ich habe eine goldene Taschenuhr mitgebracht, die ich geerbt habe. Und würde sie gerne veräußern, weil ich eigentlich niemanden habe, die es vererben kann. Und würde eigentlich ganz gerne in Urlaub fahren davon. Ob es eine kurze oder lange Reise wird, hängt von der Expertise ab. Genauer gesagt, vom Wert der Uhr. Bitte schön, die Dame. Guten Tag, Horst. Ja, hallöchen. Ich bin die Petra aus Osnabrück. Petra, das freut mich sehr. Osnabrück finde ich übrigens super. Das ist der Albert Meyer. Der kommt von hier. Osnabrück finde ich sehr schön. Ganz lieber Freund von mir wohnt da. Ist auch sehr schön. Hm? Und der ist genauso verrückt nach Motorrädern wie ich. Und das ist ein Schöner. Wahrscheinlich sind wir deswegen auch so gute Kumpels. Ja, du fährst kein Motorrad? Nein. Nee. Ich fahre einen kleinen 50 Kubik Roller. Das ist aber auch schön. Davon macht ihr sehen. Ich habe das nie geschafft, Motorradführerschein zu machen. Und dann habe ich mir so einen kleinen Roller. Petra, das ist A, nie zu spät. B, ist ein kleiner Roller, kann mehr Spaß machen wie eine große. Jetzt bin ich in Rente, ne? Und dann habe ich schon überlegt, vielleicht doch noch einen Führerschein zu machen. Ehrlich? Ja. Dann wär's aber meine Heldin. Ja. Komm, stoß. Ja, genau das so. Also, das fände ich eine Sensation. Ja. Gibt ja immer wieder, wo man sagt, so, jetzt zieh ich's durch. Ja, du hast eine schöne Taschenuhr mitgebracht. Und Springdeckel. Und wenn der Albert die so schon in der Hand hat, gehe ich davon aus, die hat drei Deckel. Wahrscheinlich werden sie alle drei aus Gold sein. Und ich sehe auch noch so ein paar Drücker mehr als normal. Vielleicht hat die sogar noch ein Spielwerk drin. Die hat einen Westminster-Gong. Wow. Ja. Sehr schön. Wo hast du die her? Das ist von meinem Schwiegervater, der vor etlichen Jahren gestorben ist. Mhm. Und er hat sie mal aus einem Antiquitätengeschäft in Hannover gekauft. Ja. War sein ganzer Stolz. Und ja, nun ist er tot, schon seit Jahren. Mhm. Und ja, meine Frau ist inzwischen auch gestorben. Ja, tut mir leid. Und jetzt soll sie aber auch weggehen. Ja. Ich merke es schon. Ja. Da hängen zu viele Erinnerungen dran. Und mir jetzt immer ganz ohne Blödsinn, wir hören es jetzt von Albert, alles an, was mit der Uhr los ist. Ja, ich hoffe, dass er mir was erzählen kann. Und nachher erzählst du mir, was du mit der Kohle machst, damit du wieder richtig auf Vordermann kommst. Jawohl. Ja. Ne? Das ist und dann gut. Fahren wir zwei demnächst mal Motorrad zusammen. Das wäre das doch. Ja, das ziehen wir durch. Ja. Mein liebster Albert. Lieber Horst, was ich dir mit Sicherheit sagen kann, es ist eine 3-Deckel-Sprung-Uhr aus 14 Karat Gold. Mhm. Petra, das finde ich schon mal sehr gut. Weißt du warum? 3-Deckel-Gold, 14 Karat, heißt, das ist Gewicht. Gewicht ist gleich Gold, gleich Kohle. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja. So. Diese Uhr hat einige Medaillen gekriegt. Hier stehen auch ein paar Jahreszahlen. Hier unten steht Liège 1905 und hier steht noch Milan 1906. Mhm. Jetzt muss ich noch ganz kurz hier reinschauen, lieber Horst. Sehr gerne. Es sind so viele Punzen drin, aber ich konnte die gar nicht. Die sind ja so klein, die kannst du gar nicht sehen, ne? Du, müssen wir beide gar nicht. Weißt du, was für uns beide wichtig ist? Dass wir ab heute Spaß kriegen, weil es uns zusteht. Ja. Und er muss die guten Augen haben, muss uns alles erklären. Und die guten Nachrichten senden, genau. Ja, ja, wehe nicht. Ich erkläre es Ihnen ganz kurz, diese drei Punzen, die so etwas verwirrend sind. Hier oben steht die 56. Mhm. Die ist für den russischen Markt und bedeutet 14 Karat Gold. Mhm. Darunter steht 14K, was 14 Karat heißt. Ja. Und darunter ist das deutsche Zeichen 585. Ist das eine russische Uhr? Nein. Nein. Nee. Das bedeutet, dass eine Uhr, eine Schweizer Uhr, die wurde für den internationalen Markt gemacht. Ja. Und jetzt hier kann man ganz gut erkennen, es ist eine Repetition. Oh, das ich drücke jetzt mal drauf. Das ist nochmal ein Glas. Siehst du hier? Ja. 1, 2, 3. Schön. Und die läuft, die funktioniert. Ja. Dann haben wir einen Funktionstest auch schon mal bestanden. Die funktioniert, ja. Also ich habe schon für mich ein paar Punkte gesammelt. Ich passe ja immer höllisch auf. Punkt 1, ich finde Gold Weltklasse. 3 Deckel finde ich noch besser. Mhm. Glasdeckel finde ich toll. Repetition ist auch noch mal toll. Ja. Also bis jetzt habe ich nichts Schlechtes gefunden. Also ich muss dazu sagen, dieser Staubdeckel, der ist nicht mehr original. Das Plastik, das später Plastik. Mal dazu. Der ist Plastik, der später mal dazu kommt. Ja. Der passt auch nicht. Ja. Hier richtig rein, das einfach nur drauf liegt. Haben Sie gemacht wahrscheinlich? Nein, 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 ich bin da gar nicht bei gewesen. Die Uhr hat natürlich auch einen Stopper, ich habe es vorher ausprobiert, der funktioniert. Jetzt würde ich noch gerne wissen, wer war denn der Hersteller? Du hast eben die Schweiz ins Spiel gebracht. Lieber Horst, den Hersteller kann man nicht genau sagen. Sie ist nicht bezeichnet. Aber ich bin mir absolut sicher,
dass diese Uhr von der Firma Lefarge gemacht worden, was auf Deutsch der Leuchtturm heißt. Und die haben die auch um diese Zeit, um 1905 und 1906, auf den Markt gebracht. Mhm. Und das durfte mit Sicherheit eine Lefarge sein. Dann habe ich noch eine Frage, Albert. Du weißt, ich klopp immer alles ab. Wie sieht denn das Ziffernblatt noch aus? Also, Horst, das ist ein Email-Ziffernblatt. Ja, und der Sekundenzeiger ist dezentral, ne? Hier. Der läuft die kleine Sekunde. Die kleine Sekunde. Arabische Ziffern. Ja. Das sieht gut aus. Die Kette, die da hinten liegt, Albert, die würde mich auch noch so ein klein bisschen interessieren. Ist die vielleicht auch 14 Karat Gold? Die Kette ist auch 14 Karat Gold. Ja? Ja. Petra, was hättest du gerne für die Uhr? Also ich habe eigentlich gedacht so an die 1.000 Euro. An die 1.000 Euro, dann wärst du glücklich und zufrieden. Ja. Was würdest du mit den 1.000 Euro machen, wenn ich fragen darf? In Urlaub fahren. In Urlaub fahren? Ja. Hat der Experte gute Nachrichten? Der Goldmaterialwert, ich habe es jetzt kurz ausgerechnet, da liegt bei 2.100 Euro. Deswegen würde ich sagen 2.600 bis 2.800 für die beiden Teile. Super. So. Super. Liebe Petra, ich würde mal so sagen, wir machen jetzt Folgendes, wir beide. Ich freue mich wie doll, dass das Ding so wertvoll ist. Ja, ich auch. Außerdem sind schön. Ja. Aber du hast natürlich jetzt wirklich alles in der Hand. Ja. Genau, deswegen. Super. Dein persönliches Glücksgärtchen. Ja, für den ganzen Rest, der jetzt vor dir liegt. Vielen Dank, Petra, du bist ein ganz tolles Mädchen. Vielen Dank. Nicht zu danken. Und da jede darüber. Danke dir. Jo. Tschüss. Tschüss. Ich bin sehr aufgeregt, bin voller Vorfreude und ich hoffe, dass es ein Bietergefecht gibt und dass ich eine Menge Geld mit nach Hause nehmen kann. Hauptsache, Petra muss ihre goldene Taschenuhr nicht wieder mit nach Hause nehmen. Hallo. Hallo, guten Tag. Sag. Herzlich willkommen. Ich habe euch etwas Schönes mitgebracht. Das freut uns. Da wollen wir noch mal schauen. Spannend. Schauen wir mal. Das sieht Gold aus und da kommt eine Uhr. Aha. Eine Uhr dazu. Aber was für eine. Aber was für eine. Oh, eine Repetition. Die Uhrkette ist Gold. Ist auch Gold, 585. Ne? Ich habe mich hier einen Stempel finden können. Nee, ganz, ganz klein, hat Albert gesagt. Ja, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ganz, ganz klein. Albertchen, dann hast du doch was richtig Gutes mitgebracht. Ein schönes Teil. Das glaube ich auch. Was mir persönlich gut gefällt, ist, dass kein Monogramm drauf ist, sodass man das eventuell. Es ist von innen, die Uhr hat wohl mal Auszeichnungen bekommen. Mhm. Das ist da verewigt. Es sind ja auch drei Deckel. Mir gefällt sie gut. Zifferblatt sieht auch gut aus noch, ne? Ja. Mann, ich sollte ein normales Schweizer Werk. Ne. Schön. Ja, fangen wir mal mit dem Tausender an. 1080, dass meine 80 dabei sind. Das ist ja nur zum Warmwerden hier. Ich sag 1500. Für beide Sachen zusammen. Hey, 7 gebe ich noch. Ja, aber bei den 7 bin ich auch raus. Machst du noch was mehr? Nee. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ja, also 2 müssten schon sein. Das muss. 1800 mag ich noch. Nein, 2000. Ja, ich werde da jetzt nichts mehr machen, denke ich. Ich auch ich nicht. Auch nicht. Ja, gehen wir doch nichts machen mit 1800. Nein. Also 1900 würde ich noch. Aber dann, das ist die absolute Schmerz. Unter dem geht nichts. Alugi, komm. 1850. Da brauchst du es nicht mehr mitnehmen und die Hose. Also schwer zu tragen habe ich sie nicht, aber wir machen es. Nein, nein, haben wir doch zum Verkauf noch gekommen. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ja. Da freut es mich. Das ist das Wichtigste. 500, 6, 7, 8, 9. Hundert, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850 durch und drauf, 1850. Sag ich vielen Dank. Sie sollen zufrieden sein. Bin ich? Ja, und ich bin auch zufrieden. Haben wir alle zwei zufrieden. Das freut mich. Vierte, gell? Tschüss. Alles Gute für Sie. Tschüss. 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 Tschüss.
Sehr gut, wirklich eine schöne Taschenuhr. Enttäuscht bin ich nicht, weil ich ja von einer anderen Zahl ausgegangen bin und eigentlich recht erfreut war, was Albert mir erzählt hat, dass das nicht der Preis ist, den ich bekomme, war mir eigentlich auch von Anfang an klar. Deswegen bin ich sehr zufrieden.